So, nachdem wir uns das letzte Video angeguckt hatten von Dominik zum Thema Fasten und auch dieses Video 60 Tage Massephase, das hatten wir uns vor längerem schon angeschaut. Falls ihr es nicht gesehen habt, gerne abchecken. Wurde sich auch gewünscht, dass wir uns das neue Video reinziehen. Und zwar 100 Tage Massephase Selbstexperiment. Ich schätze, dass er einfach 40 Tage weiter durchgezogen hat seit dem 60-Tage-Video. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Ich befinde mich mittlerweile seit knapp 100 Tagen in der Massephase, wo ich versuche, jeden Tag zwischen 3500 und 4000 Kalorien zu essen. Was ich in dieser Zeit gelernt habe, wie mein Fortschritt aussieht und ob ich es endlich mal geschafft habe, ein paar Muskeln aufzubauen, würde ich euch gerne in diesem Video zeigen. Seitdem ich damals zu trainieren begonnen habe, hatten meine Fitnessfortschritte oft Höhen und Tiefen. Ich war richtig gut in Form, bin dann während der Quarantäne außer Form gekommen, habe mich dann zusammengenommen, habe mich wieder zurückgearbeitet und seitdem stagniert mein Fortschritt irgendwie. Das hier war meine beste Form jemals, damals habe ich wirklich nichts anderes im Kopf gehabt, außer Junge, einfach der österreichische Tim Gabel. Junge, ich finde es geistkrank. Fitness und meine Ernährung. Mittlerweile arbeite ich viel und ich habe auch noch ein paar andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Nichtsdestotrotz würde ich gerne wieder in diese Form zurückkommen oder noch besser und einfach das Training und die Ernährung wieder ein paar Prioritätsstufen raufschieben. Ich habe die letzten Jahre ein Konzept namens Main Gaining verfolgt. Hierbei isst man immer in einem leichten Kalorienüberschuss, was dazu führt, dass man langsam Muskeln aufbaut und das ganze Jahr über lean bleibt und auch Bauchmuskeln hat und so. So lautet zumindest die Theorie davon. Für mich persönlich hat das funktioniert, mittlerweile ist es aber nicht das Richtige. Ich bin von Natur aus super dünn und nehme relativ schwer zu. Hinzu kommt, dass ich meine Ernährung meistens schätze und nicht genau tracke. Das Ey, ich sag euch ehrlich, auch wenn es vielleicht schlau wäre, sein Essen zu tracken, also die Kalorien und so, ich sag euch, ihr macht euch damit so kaputt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, sein ganzes Leben, also was so essenstechnisch ist, zu tracken. Das kann nicht gesund sein. Das kann mir keiner erzählen. Junge, wenn Leute anfangen, auf die Kalorien zu gucken, Junge, wenn du dir mal was gönnen willst, dann gönn dir auch mal was. Das ist so, ich finde, das ist so krass. Und das wäre auch so unfassbar strikt. Ich weiß nicht, also ich würde es niemals für gut beheißen. Das führt dazu, dass ich das Kalorienplus oft nicht genau treffe und das führt wiederum dazu, dass meine Form mal besser und mal schlechter wird, aber nicht so wirklich kontinuierlich nach oben ging, zumindest in der letzten Zeit nicht. Die letzten 3,5 Monate war es meine höchste Priorität, zwischen 3500 und 4000 Kalorien in mein System zu bekommen. Ich habe wieder begonnen, meine Ernährung zu tracken und habe einfach nur gegessen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe vor der Massephase gesagt, dass ich ein bisschen Angst vor der Massephase habe, da mein Fett sich immer ziemlich schnell im Gesicht absetzt. Und was soll ich sagen? Genau diese Angst ist genauso passiert. Ich fühle mich in letzter Zeit. Ich finde, man sieht es aber nicht so bei ihm, oder? Wenn das jetzt aktuell ist, muss ich sagen, oder ich sehe es nicht. Mit meinem Aussehen so unwohl, wie schon wirklich Jahre nicht mehr. Das ist nicht so gut für meine mentale Gesundheit, aber ich weiß, dass ich da durch muss und das ist der Preis, den ich dafür zahlen muss. Ich versuche mir das immer wieder vor Augen zu halten, nichtsdestotrotz ist es halt wirklich ständig präsent. Es geht jetzt wieder in meinem Kopf ein bisschen bergauf, aber eine Zeit lang war es wirklich krass. Also, das ist auch ein Aspekt, der sehr spezifisch bei mir ist, aber definitiv da war. Und genau hier passierte auch der erste Fehler, den ich im Verlauf der weiteren Massephase jetzt besser machen werde. Die letzten circa 100 Tage war es einfach nur meine oberste Priorität, diese schiere Menge an Kalorien irgendwie zu bewältigen. Ich habe zwar versucht, das Ganze clean zu machen. Junge, er lebt so Hayat, Alter. Wie viel verdient er denn mit seinen Videos? Das ist ja so geistkrank. Immer Lachs. So übel das geile Essen. Holy shit. Das holt mich irgendwie asozial ab. Dem Mann geht's gut. Machen. Die Realität sah aber oft wirklich anders aus. Mit der erhöhten Kalorienanzahl wird es einfacher, die nicht so guten Gerichte zu rechtfertigen und das macht es wiederum schwerer, das Zeug runterzubekommen, was halt wirklich gut für einen ist. Verstehe mich nicht falsch, in der Massephase Fett zuzulegen ist das Normalste der Welt, das passiert unabdinglich. Bei mir war aber definitiv das Verhältnis nicht mehr ganz optimal. Ich meine, in dem Bild habe ich halt wirklich einfach keine Kieferlinie mehr. Ich hatte immer diesen Ansatz, okay, ja, eine Pizza ist sowieso kaloriendicht, die passt rein, oder ein Burger ist sowieso auch kaloriendicht, der passt rein. Dann
Dann hatte ich noch diesen If-It-Fits-Your-Makros-Ansatz, zum Beispiel, yo, heute sind schon genug Proteine drin, es sind noch ein paar Kohlenhydrate und Fette offen, lass mal Süßigkeiten reinziehen oder irgendeinen Kuchen oder sonst irgendwas, wenn halt gerade der Anlass da war. Ich war immer so ein Typ, der dachte, yo, wenn es in die Makros passt, dann passt es rein. Genau diesen Ansatz lasse ich aber. Ich werde jetzt wirklich für den Rest der Masterphase und hoffentlich auch für den Rest meines Lebens kein Fastfood, kein Zucker, einfach kein Trash. Wenn ich das Lebensmittel umdrehe und da sind Wörter drauf, die ich nicht kenne, dann esse ich das einfach nicht. Digga, dann kannst du gar nichts mehr essen. Gefühlt in jedem scheiß Joghurt ist mittlerweile, keine Ahnung, halb Ebola drin. Und das ist geistkrank. Warte, ich versuche mir jetzt... Das ist jetzt so mein... Hier, ich habe eine Spezi-Dose. Ist da irgendwas drin, was ich nicht kenne? Wir gucken mal. Perfekt, okay, da ist natürlich jetzt nichts drin, was man nicht kennt. Zumindest vom Hören. Okay, lass nicht weiter drüber reden. Aber theoretisch, du kannst dann halt nichts mehr essen. Gefühlt. Und ich sag euch, ich feier's sehr, ab und zu Fastfood zu fressen. Weil das mir einfach manchmal so... Ich hab manchmal einfach diesen Vibe. Kennt ihr das? Ihr habt so einen Vibe, ihr denkt euch jetzt irgendwas... Irgendwas Schnelles, einfach irgendwas Ruppiges. Also was ist ruppig? Aber ihr habt einfach in dem Moment Bock da drauf. Und dann wird sich das halt auch gegönnt, mal. Meine Devise. Außerdem ist mein Training auch schlechter, wenn ich Trash esse. Und die Moral der Geschichte ist, dass ich jetzt versuchen werde, diese Massephase wirklich clean zu machen, weil das halt einfach viel mehr bringt. Das ist nicht nur besser für meine Gesundheit, das Ding ist auch, das Fett, was ich jetzt ansetze, muss halt irgendwann mal wieder runter. Und je mehr Fett ich abbauen muss, desto mehr Muskeln baue ich damit auch ab. Ich will also in Zukunft schauen, dass ich wirklich nur das Fett ansetze, was wirklich unabdingbar nötig ist. Ich versuche in letzter Zeit aus größeren Tellern zu essen, damit die Portionen kleiner wirken. Ich wünschte, ich hätte jetzt noch ein paar Lifehacks für euch, wie man am besten mehr isst. Aber zumindest bei mir läuft es meistens wirklich darauf hinaus, dass ich einfach 20 Minuten vor meinem Teller sitze und irgendwie versuche, noch die letzten Bissen in mich reinzuschaufeln, obwohl ich absolut keinen Appetit mehr habe. Aber da muss ich durch, eine Massephase soll nicht einfach sein. Ich muss da einfach mal versuchen, kein Weichei zu sein. By the way, ein Full Day of Eating sieht bei mir circa so aus. Ich befinde mich gerade in Paris und auf Reisen ist es meiner Meinung nach... Junge, Junge, dem Mann geht's so gut. Der chillt in Paris. Der chillt überall, Alter. Beim letzten Video war er ja auch irgendwo in irgendeiner anderen Stadt, in Amerika oder so. War der nicht in Amerika oder so? Geistkrank. Der Mann lebt gut. Ich gönne es ihm so unnormal. Sei ihm komplett gegönnt, dass man so ortsunabhängig arbeiten kann. Das ist sowas so Geiles. Feier ich. Nach nochmal schwerer das Training und vor allem die Ernährung durchzuziehen. Ich habe nach dem Aufstehen eine Banane gegessen, war dann in dem französischen Gym und habe mir danach 100 Gramm Nüsse reingeballert. Mein Mittagessen war dann folgendes. Ich konnte ein asiatisches Restaurant in der Nähe vom Hotel ausfindig machen und das hat sich als kompletter Hauptgewinn herausgestellt. Man kann dort nämlich einfach sein Essen selber zusammenstellen und die wiegen das sogar ab. Ich habe mir gezogen 200 Gramm Reis, 100 Gramm Brokkoli und 100 Gramm Huhn. Es sieht jetzt vielleicht nicht aus wie das größte Premium-Essen, aber bei Reisen ist es halt wirklich das höchste der Gefühle. Oh, ich feier Brokkoli so unnormal. Ich könnte den ganzen Tag nur so Brokkoli mit Soße essen, Alter. So, ich feier das. Ey, ich bin so glücklich damit. Am Abend waren wir in so einem Restaurant, welches für seine Trüffelpasta bekannt ist. Deswegen hat euer Boy genau die genommen und es war ein absoluter Win, die war wirklich gut. Am Abend hatte ich dann noch ein paar Kalorien offen. Da habe ich mir jede Menge Haferflocken und einen Proteinshake genehmigt. Ich sag's immer wieder, aber so ein Massenshake ist einfach absolut overpowered. Ich mache mir den meistens aus Proteinpulver, Haferflocken, Bananen und Erdnussbutter. So ein Ding hat 1000 Kalorien und ohne dem wäre die Massephase nicht erfolgreich. Ich selbst benutze die Supplements von MyProtein. Die sind meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt gefühlt auch mehr Proteinfirmen als fucking Klamottenfirmen mittlerweile, kann es sein? Heilige Scheiße, jeder MyProtein, alles Mögliche. Ey, das ist so geisteskrank, was. Das ist so geisteskrank, wie viel es davon gibt. Unfassbar.
ist unschlagbar. Derzeit benutze ich Kreatin und Whey-Protein täglich. Mit dem Code DominikMYP bekommt ihr maximale Rabatte. Den Link habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Klare Empfehlung meinerseits. Und wenn irgendjemand seinen Supplement-Vorrat aufstocken will, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Was das Training betrifft, ich trainiere derzeit nach dem stinknormalen Push-Pull-Beine-Plan. Ich versuche aber wirklich viel Fokus auf meine Schwachstellen und auf die sogenannten Showmuskeln zu legen. Was bei mir definitiv absolut nachhängt, ist meine Schulterpartie. Meine hinteren Schultern sind quasi nicht vorhanden. Auch mit den Armen bin ich nicht zufrieden. Das liegt daran, dass ich in letzter Zeit wirklich fast keine Isolationsübungen für Bizeps oder Trizeps gemacht habe. Mein Fokus liegt derzeit also wirklich auf der Overhead und auf der Military Press. Ich will einfach diese kugelrunden Schultern bekommen und ich mache auch richtig viel Seitheben, fast in jeder Trainingssession. Eine andere Übung, die ich hinzugefügt habe, die ich auch wirklich gerne mache, sind Klimmzüge, aber nicht mit diesem Griff, sondern mit dem anderen Griff, einfach um den Lat zu trainieren und diese V-förmige Form zu bekommen. Mein Ziel ist wirklich so ein ästhetischer, athletischer Körper. Alter, ich feiere so Körperbau gar nicht. Ah gut, soll jeder selber entscheiden. Ich finde es sehr, sehr unangenehm, wenn Leute so aussehen einfach. Die sehen aus wie, keine Ahnung, Kopf von Phineas Ferb, von Phineas hier. Einfach Pyramidenmensch. Körper, und dafür muss ich meiner Meinung nach noch viel an den Schultern zu. Kann mir keiner sagen, dass er das geil findet. Viel an den Armen zulegen, die Brust muss noch ein bisschen raus und ich muss noch ein bisschen V-förmiger werden, also eigentlich alles. Kommen wir zu einem typischen Push-Tag. Ich starte hier mit Schulterdrücken, danach noch Bankdrücken, gefolgt von Flies. Dann jede Menge Seitheben und vorgebeugtes Seitheben, oft auch Face-Pulls oder Reverse-Butterfly für die hintere Schulter. Und danach Arm-Isolation, Curls und Trizeps-Extension. Beintag super basic, einfach nur Beinpresse oder geführte Squats. Dann diese Bulgarian Split-Squats, Leg-Extensions, den Beinbeuger und danach trainiere ich Bauch. Bauch trainiere ich meistens einfach nur mit irgendwelchen Workout-Videos von YouTube. Beim Pull-Tag starte ich mit Klimmzügen, danach Lat. Zug, gefolgt von ganz normalem Rudern am Kabelzug und dann noch diese Rudervariation. Damit treffe ich den Latz gut in letzter Zeit. Danach wieder Seitheben, vorgebeugtes Seitheben und wieder. Junge, er gibt mir gerade einfach hier Tutorial, Alter, wie ich zur Maschine werde. Sag ich so, wie es ist. Ich mach das ein Jahr, Junge, ich sehe aus wie Hulk. Armisolationen, also wieder. Weil ich hab die Masse schon, die der braucht. Curls und Triceps Extensions. Über die letzten Tage bin ich bei so gut wie allen Lifts stärker geworden. Ich versuche da auch wirklich Progressive Overload zu machen und eben entweder die Gewichtsvariable oder die Wiederholungsvariable zu erhöhen. Je nachdem, wie motiviert ich bin, baue ich Supersets oder Dropsets ein. Ich glaube, ich muss hier niemandem erklären, wie Krafttraining funktioniert. Da gibt es viele Leute, die können das wesentlich besser erklären als ich und sind wesentlich kompetenter. Training ist durch, ich bin absolut fertig. Ich versuche immer wirklich an meine Grenzen zu gehen und auch wirklich mich selbst zu pushen. Meistens mit gottlos lauter Musik. Und ich versuche auch immer mit Freunden trainieren zu gehen, von denen ich weiß, dass die mir helfen, sei es beim Spotten oder beim Pushen oder dass sie einfach auch Bock haben. Und das hilft so krass und es ist so ein Privileg, solche Leute zu haben. Das ist das Zwischenergebnis. Oha, tschüss. Einfach entwickelt, Junge. Ey, das sind nur 6,5 Kilo Unterschied. Aber ey, Junge, komplett anderer Mensch. Er ist auch einfach gefühlte 4 Meter gewachsen. Links vor der Massephase und rechts nach ca. 100 Tagen. Ich denke, das Ganze nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. Ich denke, es war auch die richtige Entscheidung, mich auf die Schwachstellen zu konzentrieren. Meine Schulter ist definitiv voller, mein Arm ist größer, die Brust kommt auch mehr raus. Jo, okay, Bruder. Das ist mein Rücken, ich habe leider keine Vorheraufnahme. By the way, die Lichtverhältnisse sind ähnlich, aber nicht exakt gleich. Keine Angst, am Ende der Massephase will ich eine Messung im exakt gleichen Licht machen wie beim 60-Tage-Update. By the way, das ist die Form unter anabolem Licht. Ich bin zufrieden mit meinem Fortschritt und mit meinem Körper. Das ist in meinem Buch ein super großer Win. Ich werde die Massephase trotzdem weitermachen und sehen, was dann noch so geht. Hä? Digga, was war denn jetzt los? Was war das bitte für ein abruptes Ende? Das hat mich ja komplett aus dem Video gerissen. Hä? Okay, das Ende war ein bisschen weird. Sag ich euch so, wie es ist. Aber trotzdem, Video war echt. Junge, dieses Ende hat mich gerade komplett rausgehauen. Trotzdem sehr geiles Video. Ich finde das geisteskrank. Der Typ wird zu einer richtigen Maschine, sage ich euch so, wie es ist.